Hallo Freunde der Spiekultur und willkommen zurück bei SimCity, bei der Stadt Menschentropfen, die ich aufgebaut habe. Ich versuche jetzt gerade eben ein bisschen meine Bilanzen bis in bessere Lagen zu bringen. Okay, ich mache Plus zwar, aber wir sehen halt schnell in den Details. Es gibt halt viele Arbeitslose der niedrigen Gehaltsklasse und der mittleren Gehaltsklasse, deshalb brauchen wir auf jeden Fall Fabriken und auch wieder Ladenbesucher, wir brauchen auch Gewerbegebiete und das müssen wir alles jetzt gerade mal versuchen ein bisschen auszubalancieren. Deshalb habe ich so ein paar Wohngebiete, will ich jetzt gerade abreißen. Ich habe die schon vom Density geändert und muss halt nur noch den Platz schaffen, dass hier auch jetzt Industrieanlagen hochgezogen werden können. Zum einen verliere ich natürlich Arbeiter auf den Weg, zum anderen mache ich natürlich viele neue. Ach, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Weil, was soll jetzt an der Ecke, ne? Ob da jetzt ein Park steht oder nicht. Ach so, der kostet mich ja auch Geld. Dann lassen wir es doch lieber. So. Jetzt werden neue Fabriken aufgebaut. Dadurch soll es wieder neue Arbeiter geben. Jetzt gucken wir mal, wie sieht's aus. Die Zahl der gesamten Jobs müsste jetzt eigentlich so von der Logik her steigen und die Arbeitslosen hätten eigentlich schon sinken müssen, weil ich habe ja Einwohner abgerissen. Beziehungsweise den Bewohnern die Häuser weggenommen. Ja. Also ein paar pendeln natürlich raus aus der City, aber es ist halt minimal. 3.973 Jobs, 3.993 Jobs. Na? Geht's in die richtige Richtung? Jetzt habe ich plötzlich mehr Einwohner wieder, obwohl ich abgerissen habe ohne Ende. Ach ja, so sieht das aus. Weil hier Grundgeldnot entsteht halt nur dadurch aktuell, weil die Herrschaften hier keine Arbeit haben. Die Armen. Jetzt habe ich wieder weniger Einwohner. 2400. 4.058 Jobs. Ja, Fabriken werden hier immer noch aufgebaut. Der Tokyo Tower mit Fabriken in der Umgebung. Ich will eigentlich den Wu-Turm aufbauen. Ich will auch keine Verbrechen erzeugen. Warum hat sich denn hier nochmal so ein Wohnsitz hingebaut? Haben wir hier noch ein Stück? Nee. Ist alles Industrie. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Was meckerst du mich an? Nicht ausreichend Ladenbesuch in der oberen Einkaufsschicht. 4200 Jobs. Aber ein paar Fabriken bauen sich ja noch auf. Noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Vor allem, warum pendeln die nach außerhalb, wenn die denn hier Jobs haben? Also die könnten hier auch einen Job kriegen. Stattdessen fahren die rüber in meine Town da. Wahrscheinlich bessere... bessere Arbeitsbedingungen. %39. 44%. Haben die Geschwindigkeit noch mehr reduziert? Das ist doch jetzt hier schon Cheater, oder? Ach ja, ihr wollt Abnehmer. Die könnt ihr haben. Das besorge ich euch. Das ist kein Problem. Das machen wir nämlich einfach, indem wir so einen Umschlagplatz aufbauen. Bam.
hin damit. So. Dann machen wir es nämlich so. Warenlager hin, Warenlager. Bauen wir ein paar LKWs. Dann produzieren die Fabriken nämlich für Export und dann geht das schon. So. Läuft doch. Ach komm, jetzt bau die Fabriken mal auf. Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Was mich glücklich macht, der Versand läuft wirklich gut. Was mich unglücklich macht, wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Also was läuft am Versand jetzt gut? Dass der die Straßen, ne, dass das gut auf den Straßen transportiert werden kann? So, es werden immer weniger Arbeitslose. Yippie! Und wir haben immer mehr homeless Leute, die rumrennen. Wenn die fertig ist, ey, die nimmt bestimmt 80 Millionen Arbeiter. Und wenn hier hingeliefert wird, auch 80.000 Milliarden Einheiten. Die regen sich auch auf über das Shopping-Angebot. Aber müssen wir mal gucken, wie es jetzt mit den Jobs gleich aussieht. Was sagt denn das Bildungssystem? 672 nicht angemeldet. Weil, da sind 950, hier können 1000. Also habe ich eigentlich 1950 Plätze. Habe aber 2459 angemeldet. Die fahren wahrscheinlich in die Nachbarschule. Ha! Da ist sie fertig. Wir stellen ein. Jobs gesamt 7000. Durch eine Fabrik jetzt, die da steht. Ernüchternd. Und jetzt haben wir auch schon nicht besetzte Jobs. Ja, null Arbeitslose. Der Umbau hat funktioniert. Alles ist gut. Vor allem jetzt kommen noch mehr Fabriken hier, die auch Jobs vergeben wollen. Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Tja, schon ist die ganze Planung wieder im Eimer. Zu wenig Waren. Vor allem für die niedrige Einkommensschicht. Was soll man da tun? Natürlich werden wir jetzt ein Stück hier einreißen. Und da niedrige EK-Häuser hinsetzen. Was jetzt natürlich schlecht ist, weil wir hier oben natürlich Fabriken gerade aufgebaut haben. Die wir gar nicht alle brauchen. Weil es jetzt schon wieder unausbalanciert ist. So. Nehmen wir die wieder weg. Können hier wieder Wohngebäude hingebaut werden. Haben wir auch direkt Jobs, nur 6865. Ich könnte eigentlich auch mal... nee, kann ich noch nicht. Ich könnte aber die Kredite abbezahlen, dann könnte ich. Ach, das ist so schade, dass der schnellste Modus nicht verfügbar ist. Das wäre halt ein bisschen einfacher dann, ne? Man kann halt viel schneller reagieren. Puh. Größere Feuerwache, nein. Seid einfach noch nicht wert. Ihr verdient mir noch nicht genug.
mit der City. Hm. 8 Milliarden Busse. Alles für unter aller Sau. 4000 Passagiere. Ein Umschlagplatz, der keine Lieferungen annimmt. Jedenfalls nicht von den Fabriken hier oben. Wir machen mit dem Versand große Gewinne, aber dicht rückläufig. Gleich werden mir noch mehr Jobs fehlen. Ne, plötzlich sinken die Jobs wieder. 6047. Wisst ihr, was das Problem ist? Man hat auf der einen Seite natürlich, werden Jobs benötigt. Das Problem ist einfach der Glassbox Engine an der Stelle. Jetzt haben wir wieder Fabriken, die werden ausgebaut. Die kommen auf die nächste Stufe. Solange die ausgebaut werden, werden dann natürlich keine Arbeiter benötigt. Dementsprechend ist in dem Moment keine, beziehungsweise sind wieder Arbeitslose da, weil die, es gibt ja keine Jobs dafür. Also, einfach. Genauso wie hier, das, ne, kleines Gewerbegebiet, okay, klappt nicht so, wie man will. Schrecklich. So, das müsste ein mittlere IK sein hier. Da fehlen mir ja ein paar Jobs. Jobs sei schon, ich meine so ein paar Läden. Weil wir haben ja 657 Unzufriedene hier. Hier sind alle zufrieden, hier nicht. Industrielieferungen. Kann ich nicht mal alle erfüllen, ist auch egal jetzt. Arschlecken. Nächste Fabrik hier oben wird gerade fertig gebaut. Irgendwas, also ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich SimCity jetzt anders an. Also seit dem letzten Patch, wo die Straßen eigentlich nur verbessert wurden, habe ich das Gefühl, es spielt sich ein bisschen anders. Weil ich habe vorher nie drauf geachtet, was ich baue. Es war total egal. So, jetzt sind die Fabriken weiter ausgebaut, jetzt haben wir keine Arbeitslosen mehr. Jetzt haben wir ja nicht besetzte Jobs. Jetzt müsste man das schon wieder so ein bisschen anpassen. Beziehungsweise die Dichten irgendwie erhöhen. Wir brauchen mehr Geld. Hier geht wie viele Keime. Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule gekommen sind. Was? Klar kommen Kinder hier zur Schule. Erzählt doch nicht so was rum. Wir brauchen mehr Geld. Was ist das denn hier? Ist das Obdachlosenparadies? Warum habe ich denn so viele Obdachlose? Das kann gar nicht wahr sein. Kann doch nicht so schön sein bei mir. Ja, das kann ich verstehen, dass du zu wenig Platz für die Erhöhung hast an der Stelle. Aber wir haben zu wenig Kunden. Gucken wir mal hier rein. Kunden. Unzufrieden. Penner noch außerhalb. Also alle wahren Gebiete sind voll. Wir haben nur bei der mittleren Einkommensschicht ein kleines Defizit.
Aber es sollte sich eigentlich ausgleichen. Wenn wir das hier nachkorrigieren. So. Weil hier kommen jetzt die mittleren EK-Läden. Keine Arbeitslosen mehr. Was mit denen? Kassieren, machen die so wenig Kohle? Dichte erhöht sich nicht, Dichte erhöht sich nicht, Dichte erhöht sich nicht. Es lebt sich hier nicht gerade gesund. Dabei, Krankenhaus sollte, ja, voll ausgebaut. Meckern auch nicht. Könnte nur das schließen. Was kostet mir das total? 2400. Große Krankenhaus wird mich zuerst weniger kosten. Aber ist ja auch nur ein vorübergehender Zustand immer. Jobs ohne Ende. Ich könnte schon wieder Fabriken abreißen. Weil die jetzt wahrscheinlich so weit ausgebaut sind, dass da ordentlich Platz ist für Leute. Während meine Maßnahme hier mit den mittleren Einkommensschichtgeschäften noch gar nicht gefruchtet hat. Die stellen noch ein. Da ist ja noch so ein anderes Problem an der Stelle. Freies Unternehmen. Kann ich direkt abreißen? Weil fehlende Kunden. Oder? Nö. Steht bis jetzt nur dran, aber passiert noch nichts. Was aber auch Schwachsinn ist, ne? Weil wo sollen die Kunden fehlen? War, hat sich ja nicht viel verändert. Bis jetzt. Die Baugeschichten wirken auch irgendwie langsamer. Ich kann mich nicht erinnern, dass das letzte Mal auch so langsam war. Geschlossen, hier werden Mitarbeiter gebraucht. Leute, könnt ihr euch mal entscheiden, sage ich dazu. So, dich reise ich nicht ein. Wie ist das, wenn ich hier... Das ist wahrscheinlich, ich denke immer in zu großen Maßstäben. Wenn ich hier so viel nehme, sind immer zu viele Jobs auf einmal weg. Obwohl, jetzt sind es immer noch 8800. Sogar jetzt 9400. Wo auch immer die neuen Jobs herkommen. Aus dem Nichts. Warum auch immer ich jetzt nur 6,8 verdiene und vorhin 9,5 und schieß mich tot von vorn bis hinten. Auftragsbelohnung 30.000 für irgendwas. Hier passiert nichts. Lieferungen werden von den Fabriken anscheinend nicht geholt. Ist wohl nicht so ganz ihr Ding. So, jetzt kann man mal gucken, wie viel neue Bewohner kriege ich denn dadurch. Noch nix. Jetzt ist das auch nicht verändert, obwohl ich... Hier sind neue Gebäude zwar hingekommen, aber wirklich viel mehr mittlere EK-Geschäfte hat sich nicht verändert. 638 sind etwa genauso groß wie vorhin.
Ja, dann kann ich nur eins machen. Nehmen wir den Part auch noch weg. Ich mache es immer von der Hand. Weil es ja immer wieder hier zu kleinen Problemen kam. So. Dann baut hier auch nochmal mittlere EK-Gebäude auf. MEK, ja. So, jetzt sind die Jobs geschrumpft. Ich glaube, die Statistik, die hat so eine Verzögerung von einer Stunde. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. So. Der Grund zu hohe Mieten. Und jetzt? Wie soll ich zu hohe Mieten verhindern? Mit noch geringeren Steuern? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, jetzt wird es natürlich tricky. Jetzt habe ich gerade Fabriken abgebaut. Und jetzt hier wieder durch eine Prozessorfabrik. Ein paar Fabriken zu verlieren. Aha, wenn ich Prozessorfabrik baue, das macht die Fabriken happy. Die sagen dann yeah. Sieh auch nicht, was das ist. Mache ich. Importieren Sie Legierung. Und ich brauche nämlich Metall und Plastik und Legierung. Obwohl Legierung gleich Metall ist, ne? Eigentlich. Legierung. Kunststofflager. Ich könnte aber auch einen Recyclinghof einfach aufbauen. Da hier eh nichts weggeliefert wird. So. Das dazu. Das kostet natürlich ein Heidengeld. Rohölvorräte erschöpft. Ja, ich will den Assistenten anschalten von denen, weil ich möchte auch irgendwann hier Prozessoren verkaufen können, wie in meiner anderen Stadt links von mir. Weil ich wüsste sonst nicht, was soll ich hier abbauen. Das Casino lohnt es jetzt auch nicht so. Ja, Plastik ist ausgegangen, das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Aber das werden wir lösen durch den Recyclinghof. Ich werde mich jetzt einfach hier die Kredite abbezahlen. Ich bin ja eh gewohnt, so viel abzubezahlen, dann kann ich auch direkt neue nehmen. So, dann haben wir nämlich richtig schön Kohle. Was willst du von mir? Wir sollten eine... importieren sie, dann kriegen sie 10.000. Dadurch mache ich ja überhaupt keinen Gewinn in dem Sinne. Oh, wir haben ja hier noch einen Warenumschlagplatz. Aber wir müssen jetzt mal gucken wegen dem Recyclinghof. Den baue ich am besten. Lasst mich nicht lügen. Lasst mich überprüfen. Lasst mich, lasst mich mal eben kurz ein bisschen tricksen. Blüpp. Und wieder leer. Das ist eigentlich der fieseste Trick, den es eigentlich gibt. So, ich hatte hier schon Platz gemacht für den Recyclinghof. Ja, jetzt seid ihr unglücklich, da weil ihr im Recyclinghof lebt. Da kann ich mir echt Schlimmeres vorstellen. So, haben wir eine Plastikschiene.
Dann bauen wir noch eine Plastikschiene. Dann bauen wir nicht Metall. Leichtmetall, vollwertige Legierung, vollwertiges Metall. Dann müssen wir den. So. Dann können wir nämlich Wertstoffe einsammeln. Dann müssen wir hier die Zwischenlager noch aufbauen. Zip, zip, zip. Dann können wir die Fahrzeuge fürs Einsammeln. So. Dann können wir in die Regionsübersicht. Gehen wir mal hier rüber. Da haben wir ja auch 16 Müllwagen rübergeschickt. So. Ist das auch geklärt? Oh, Polizei können wir auch noch ein paar kostenlose rüberschicken. Ich hoffe, es stimmt wirklich, dass wenn man jetzt das so macht, dass man diese 16 darüber schickt, dass immer noch 16 auch hier rumfahren. Weil jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir die ganzen Wertstoffe einsammeln. Jetzt sehen wir nämlich gerade. Das sieht eigentlich ganz gut aus, dass die wirklich mal die ganzen Wertstoffe einsammeln und nicht so wie sonst. Nee, wir laden. Ach ja, da fahren die hier oben aber auch schon in Reihe und Glied. Mangel an Arbeitern, das ist doch schon wieder eine schöne Ansage, oder? Nicht besetzte Jobs 1600. Und jetzt fahren die alle weg. Also das ist doch, wenn ich die 16 angebe, dann ist der Infotext falsch von dem Tutorial. Weil jetzt ist es ja wieder so, die fahren darüber, wollen da auch Wertstoffe einsammeln. Während der hier rumsteht. Schlechter Deal. Warum auch immer die wieder in Geldnot sind. Also ich bin zurzeit echt ein bisschen überfragt. Oh, ich bin heute nicht aufnahmefähig dafür. Ich habe nämlich lauter nicht besetzte Jobs. Haben nur ein paar Unzufriedene der mittleren Schicht. Jetzt kommen hier irgendwie 16 Recyclings-Typen wieder an. Fahren schon wieder hier los. Was? Wie bitte? Hallo, wo wird denn hier noch was simuliert? Gehen wir nochmal auf Müll. Bin zu doof, die Mülltonne zu finden. So, jetzt haben wir dasselbe Problem in Grün. Jetzt hatten wir lauter Recycling-Typen, jetzt fahren die mal zurück. Während die anderen rübergefahren sind. Oder haben jetzt die Wertstoffsammler von meiner Nachbarstadt alles eingesammelt hier, während meine Wertstoffsammler von dieser Stadt nichts einsammeln konnten. Ich bin ganz verwirrt. Ich bin ganz durcheinander. Dann ziehen wir nochmal das Angebot hier zurück. Weil man kann ja nicht sehen, von wo dieser Wertstoffsammler kommt. Ist das jetzt mein Wertstoffsammler? Ist das der Wertstoffsammler von hier, von Honolulu Town. Gehen wir mal rüber und machen hier dasselbe. Das ergibt alles keinen Sinn mehr für mich. Und es ist schon spät. So. Ja, minus 17.000 ist mir bewusst.
werden das Tempo jetzt auch nicht erhöhen. Da muss ich mich auch noch drum kümmern, dass das wieder alles hier ins Gleichgewicht kommt. Wir werden aber mal hier die zurückziehen. Arbeithaus Menschentropfen pendeln in die Stadt. Strom einkaufen, kein Ding. Die Krankenunterstützung und all so ein Kack ist ja okay. Aber was halt ein bisschen schlecht ist. Ja, die pendeln rüber. Das sehe ich. Vor allem Pendler von außerhalb 10.000. Ich war gerade in der Stadt drüben. Da pendeln 500, 600 Stück rüber. Und habe in der anderen Stadt das Problem, dass ich da zu wenig Arbeitskräfte habe. Trotzdem 10.000 pendeln angeblich von da rüber. Was soll denn das? Das stimmt doch gar nicht. Oder Ladenbesuche. Das ist auch eine Zahl, die ist aus den Wolken gegriffen. Das ist alles gelogen. Stunken und erlogen. Das funktioniert vorne und hinten nicht so. Naja. Aber in dem Sinne sage ich mal, tschö Leute, bis zum nächsten Mal. Dann versuche ich vielleicht mal doch aufzuklären, was mit dieser regionalen Statistik zu tun hat. Weil das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja überhaupt keine Anpassung voneinander. Und gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Müll auch vernünftig funktioniert. Gut, bis denn. Ciao.